Heute ist Maria Kaiser-Scher bei uns zu Gast beim Adventsengel der Caritas in der Diözese Osnabrück. Und Maria Kaiser-Scher arbeitet hier im Karl-Sonnenschein-Haus in der Zentrale quasi. Und damit Sie wissen, was sie tut, das muss ich mal kurz ablesen, was ist doch ein bisschen mehr. Also, sie ist Referentin gleich für mehrere Fachbereiche, nämlich Arbeitsmarktpolitik, der Fachbereich Allgemeine Sozialberatung und Jugendsozialarbeit und Schule. Maria, schön, dass du heute so ein bisschen Auskunft gibst über das, was die Allgemeine Soziale Beratung macht. Das ist ja erstmal ein spröder Begriff. Viele können wahrscheinlich mit allgemeiner sozialer Beratung nicht so viel anfangen. Vielleicht erklärst du einfach mal, was das genau bedeutet, was dahinter steckt. Ja, in der allgemeinen sozialen Beratung kommen Menschen mit sehr unterschiedlichen, sehr vielfältigen Problemen. Also das kann Unterstützung bei einem Ausfüllen eines Antrages sein, das kann finanzielle Hilfe sein, dass Menschen sagen, so, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie ich das Wochenende mit den Kindern noch überstehen soll. Das kann sein, mir wird der Strom abgestellt, was kann ich tun? Und das kann auch einfach mal sein, ich bin völlig durch den Wind und ich weiß nicht, was ich jetzt noch zu tun habe. Wer sortiert mit mir gerade mal mein Leben? Das Leben sortieren ist wichtig. Wir haben Beratungsstellen im ganzen Bistum. Das kann man natürlich auch nachschauen, wo die sind. Vielleicht am Anfang noch mal gleich die Frage. Viele erwarten ja, dass allgemeine soziale Beratung auch von staatlicher Seite gemacht wird. Das ist aber nicht so. Das heißt, diese allgemeine soziale Beratung, die wir anbieten, wird vom Staat ja überhaupt nicht gefördert. Das heißt, es ist auch Geld nötig. Wie sieht so eine Beratungsstelle denn aus? Wie wird die finanziert? Ja, die allgemeine soziale Beratung wird überwiegend aus Eigenmitteln finanziert. Also es gibt schon einzelne Kommunen, die eben diesen Bedarf der Beratung auch anerkennen und begrenzt Unterstützung leisten. Es ist aber wirklich im sehr begrenzten Umfang. Grundsätzlich wird die allgemeine soziale Beratung aus Eigenmitteln finanziert. Und von daher sind die Ressourcen sehr begrenzt. Wenn wir zwar 22 Stellen haben, also 22 Orte, wo Menschen sich beraten lassen können, heißt es nicht, dass da 22 Personalstellen hinter sind, sondern es ist sogar noch weniger als die Hälfte. Das heißt, die ist sehr begrenzt finanziert und häufig nur in geringem Umfang. Und gerade jetzt wird sie umso mehr benötigt. Ja, wir haben gerade viele Probleme weltweit. Also auf der einen Seite Corona-Krise, auch eine Pandemie, also ist auf der ganzen Welt zu spüren. Wir haben gerade den Ukraine-Krieg. Viele bekommen gerade mit, was es auch an Kosten verursacht. Also alles wird teurer. Inflationsrate steigt ohne Ende. Die Preise steigen bei Energiekosten, auch bei Lebensmitteln. Die Familien und Einzelpersonen, die zu euch kommen, mit welchen Problemen kommen die denn auf euch zu? Das sind sehr vielfältige Probleme und es ist auch regional sehr unterschiedlich. Also wir erleben da große Unterschiede, auch in den Beratungsstellen. Im ländlichen Bereich sind es andere Problemstellungen als hier zum Beispiel in der Stadt Osnabrück. Und das können Probleme sein in der Corona-Krise war es insbesondere die digitale Ausstattung von Kindern. Also wir haben ja von heute auf morgen aufs Homeoffice umgestellt. Das ist für viele Familien kein Problem gewesen. Für viele andere war es das große Problem. Da ging es um die Frage, wie schaffe ich das? Wo kann ich ein iPad, ein Laptop herbekommen? Aber es waren auch, dass Familien der Nebenjob weggefallen ist, also gerade Familien, die sich so gerade mit dem Nebenjob über Wasser halten, der Nebenjob ist weggefallen und damit eben auch nicht mehr möglich, die Lebenshaltungskosten, die eben so anfallen, zu zahlen. Zum Teil waren es auch einfach Familien, die sich einfach entlasten mussten, wodurch die Corona-Krise deutlich geworden ist, boah, jetzt den ganzen Tag zusammen zu sein, ich denke, das kennen auch viele von uns und da sind Konflikte deutlich geworden und es ging darum, einfach mal mit jemandem zu sprechen. Also die allgemeine soziale Beratung bietet ein sehr breites Feld an und fängt eigentlich die Schicksalssituationen auf, die das Leben so manchmal bereithält. Viele erwarten ja nun, und das ist ja auch normal, dass wenn ich ein Problem habe, gehe ich zu staatlichen Stellen und zu Behörden, stelle Anträge, bekomme dann vielleicht Geld. Aber in vielen Fällen werden diese Anträge erst gar nicht gestellt, weil man nicht weiß, wie sie gestellt werden müssen, wohin man hingehen muss. Wie ist das bei euch? Wird da genauso geholfen, dass man sagt, okay, auf der einen Seite können wir als ASB helfen, auf der anderen Seite haben wir aber auch die Informationen, wo ich dann überhaupt noch Anträge stellen kann? Ja, genau so ist es. Also ich denke schon, dass wir sehr gut ausformulierte sozialstaatliche Leistungen haben, die sicherlich an einigen Stellen noch aufzustocken sind, aber so vom Grundsatz her haben wir eben einen Sozialstaat, sind
System. Aber es ist eben sehr komplex und viele Menschen kennen ihre Ansprüche gar nicht. Und da unterstützt die allgemeine soziale Beratung zu gucken, so wie ist die Lebenssituation, wo könnte ein Anspruch bestehen, wie kann ich den Antrag mit den Betroffenen ausfüllen und an welche Stelle können die sich wenden. Und die ASB schafft auch häufig eine Brücke zu den Ämtern, dass die dann möglicherweise doch auf den kurzen Weg natürlich mit Zustimmung der Ratsuchenden sagen, so, ich kläre das mal eben. Ist ja auch ein großes Vertrauen. Also wie viele Menschen kommen denn dazu, die es vielleicht vorher nicht gebraucht haben? Hat sich das verstärkt? Also die Zahl derjenigen, die zu der allgemeinen sozialen Beratung geht, ist ja durchaus höher geworden. Ja, also konkrete Zahlen sind schwer zu ermitteln, weil wir spüren, an vielen Beratungsstellen hat sich die Zahl der Ratsuchenden deutlich erhöht, zum Teil verdoppelt. Und viele Beratungsstellen sind so in dem Bereich geblieben, aber die Zahl der Kontakte, das heißt die Beratungsverläufe, sind deutlich intensiver und länger geworden, weil es eben länger dauert, das System zu sortieren. Maria, du hast uns gerade gesagt, was die allgemeine soziale Beratung leistet, aber vielleicht kannst du das auch nochmal im konkreten Beispiel festmachen. Wo können wir konkret helfen? Also ein Beispiel ist mir gerade sehr präsent. Es können manchmal wirklich Kleinigkeiten sein. Also eine ältere Frau, auch engagiert im Bereich der Caritas, durchaus ehrenamtlich. Der Mann ist verstorben, sie hat ein sehr geringes Einkommen. Und da geht es darum, zum Beispiel die Beerdigung zu finanzieren. Teilweise wird diese eben auch staatlich finanziert. Erstens geht es darum, hier den Informationsbedarf zu sagen, ja, da gibt es ein Sozialamt, was dabei unterstützt, aber das wird natürlich nur sehr begrenzt unterstützt. Und wenn dann so gerade im ländlichen Bereich auch der Wunsch ist, ich möchte anschließend gerne nochmal mit Freunden und Familien auch eine Tasse Kaffee trinken und kann das nicht bezahlen, dann kann es auch sein, dass die ASB zum Beispiel sagt, okay, da können wir einen kleinen Zuschuss leisten. Ein anderer Fall, Familien mit 8 Kindern, selbst, also keine weiteren staatlichen Leistungen, also beziehungsweise es stimmt nicht, also Kindergeld, Kinderzuschlag und solche staatlichen Leistungen werden in Anspruch genommen und trotzdem führt die Heizkostenabrechnung dazu, das knallt mir gerade meine ganze finanzielle Planung auseinander. Da geht es darum, so, wie kann ich diese Heizkostenrechnung bezahlen? Und auch da springt das Jobcenter ein. Also auch da, wenn ich dann für einen Monat Sozialleistungen in Anspruch nehmen kann, springt das Jobcenter ein. Und da geht es darum, auch die Familie zu begleiten, zu unterstützen, zu sagen, komm, da können Sie einen Antrag stellen. Das können die häufig auch selbst, aber dieses Wissen darum, das ist an dieser Stelle wichtig. Und zum Teil sind es einfach auch Entlastungsgespräche. Ich kann nicht mehr, ich bin alleine, ich brauche jemanden zum Reden. Jetzt arbeiten natürlich auch unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiterinnen dort. Wie gehen die Menschen damit um? Nehmen die das mit nach Hause? Wie belastet es sie? Ja, die Belastungssituation ist sehr groß. Also teilweise ist es eben so, die Probleme, die in der allgemeinen sozialen Beratung auftauchen, die lassen sich nicht mehr großartig verschieben. Also wenn jemand sagt, so jetzt brauche ich Hilfe, dann muss das häufig auch kurzfristig sein. Das heißt, das eine ist so, diese Anfragen zeitnah zu bedienen und zu sagen, ja, ich kann Ihnen helfen. Und auf der anderen Seite ist der Terminkalender aber voll und Sie lassen sich nicht verschieben. Also da auch den Druck auszuhalten und gut zu sortieren, wem muss ich jetzt heute helfen, wen kann ich auch verschieben. Und natürlich gibt es auch viele Lebensschicksale, die Kolleginnen mitbekommen, die zum Teil auch mit nach Hause nehmen, auch Überschuldungen, die sie dann an die Schuldnerberatung verweisen, aber trotzdem, wo sie erstmal mitbekommen, boah, da ist eine Familie ganz schön überschuldet oder da gibt es vielleicht auch familiäre Konflikte. Und das dann auch dort zu lassen, wo es ist und nicht mit nach Hause zu nehmen, das erfordert eine gute hygienische Arbeit mit sich selbst. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es wird nicht durch staatliche Mittel unterstützt. Wir sind an dieser Stelle, und das kann ich hier auch nochmal sagen, auf Spenden angewiesen, denn Spenden sind wichtig, damit die allgemeine soziale Beratung auch weiterhin den Dienst leisten kann, der notwendig ist. Das heißt also, das kann man wahrscheinlich auch nicht in Zahlen sagen, aber ich glaube, jede Spende hilft euch, oder? Ja, auf jeden Fall. Jede Spende hilft uns. Sie hilft entweder uns oder eben Familien. Die Beispiele, die ich genannt habe, dafür brauchen wir immer wieder
spenden und sie hilft uns an einzelnen Stellen eben auch wirklich diese Beratungslücken zu füllen und zu sagen, so, da können wir nochmal 10 Stunden allgemeine soziale Beratung aufstocken, um auch gerade diesen Beratungsbedarf, den wir im Moment erleben, und der wird mehr, wir haben die Bürgergeldreform anstehen, also diesen Beratungsbedarf da zu decken. Dankeschön, Maria, dass du hier bist, dass du uns ein bisschen Auskunft gegeben hast, auch eingeführt hast, was bedeutet eigentlich die allgemeine Sozialberatung. Es ist also Hilfe für Menschen, die wir von der Caritas aus leisten. Und wenn Sie das unterstützen wollen, meine Damen und Herren, Maria hat es gerade schon gesagt, dann spenden Sie für die allgemeine soziale Beratung hier über den Adventsengel. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wir sehen uns bald wieder.